Er hat uns geschafft, zum Beziehen zu haben mit ihm, er hat dich wollen. Wahrscheinlich nur eine Idee von deinen Eltern, sondern Gott hat dich geplant. Okay? Kommst du so weit mit mir? Ja. Okay. Und du auch? Mhm. Super. Und jetzt hat es ein Problem gegeben, oder? Adam hat sich Satan unterworfen. Wir kennen die Geschichte von Adam und Eva, oder? Er hat eine Schlange mehr vertraut als Gott. Und er hat nachher seine Natur übernommen, hat die Welt ihm auch noch gerade verkauft. Die ganze Autorität, die Gott uns Menschen gegeben hat, hat er an Satan verspielt, oder? Darum haben wir das Dilemma auf dieser Welt, oder? Wir alle haben die sündige Natur mitgenommen, weißt? Wir kriegen, stellen, lügen, weißt? Schlecht reden über andere. Weißt du, wenn wir uns vergleichen untereinander, dann sagen wir schnell einmal, ja, so schlimm wie diese bin ich auch wieder nicht. Also, weißt du, was ich meine? Ist, aber wir müssen uns messen mit Gott, wenn es um die Beziehung geht, oder? Und er ist vollkommen, oder? Aber wir schaffen es allein niemals. Weißt du, das Angebot ist eigentlich wie ein Spiegel. Ja, darfst du. Ich bin auch Muslim. Ja, das ist okay. Wie stehst du zu dem, dass man sagt, es ist nur ein Gott? Ja, das ist ja so, ja. Es gibt nur einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wo auch für Moslems kommt? Ja, ja. Ja, wo, ja, er ist für uns alle, für alle Menschen. Und er hat Jesus geopfert für uns alle Menschen, egal von welcher Religion. Religion ist nur von Menschen gemacht. Er versucht, einen guten Dastehen vor Gott, aber das schafft kein Mensch. Jede Religion versucht auf eigene Leistung. Ja, aber Jesus hat gesagt, Gott Jesus ist der Einzige und gesagt, ich bin vollkommen und ich nehme alle Sünden von dir auf mich und zahle für das, damit du kannst wieder Beziehung haben mit Gott. Dass du dich kannst Beziehung haben, dass du kannst Zugang haben zum Himmel, zum ewigen Leben. Macht das Sinn? Macht es fast überhaupt keinen Sinn, weil ich bin ganz anders aufgewachsen. Ja, verstehe, ja. Ich weiß nicht, Jesus für meine Sünde böse, sondern ich selber. Ich bin am Schluss die, die vor ihm, vor Gott steht und mich rechtfertigen für das, was ich mache. Ja, aber das kommst du nie näher, oder? Wir können uns noch so Mühe geben, aber der Standard Vollkommenheit schafft kein Mensch, ja, für sich. Ja, so. Ja, genau, ja. Und darum, wir brauchen Gnade. Ja. Vielleicht würde ich mir so fragen, was hast du besser gemacht, was ist schlechter gewesen? Ja, aber weißt du, Gott hat gesagt, du sollst nicht lügen, oder? Ja. Und wenn wir gelogen haben, dann kann man es nicht mehr gut machen, das ist einfach eine Schuld. Ja. Wenn nur ein Gebot gebrochen hat, dann hat das ganze Gesetz gebrochen, oder? Also wir alle haben unsere Selbstgerechtigkeit verloren. Das schafft kein Mensch. Ja. Wir brauchen einen Retter. Und Jesus ist der Retter. Weißt du, was ich meine, ja? Wir brauchen Rettung, wir brauchen die Barmherzigkeit von Gott und er hat es dir Jesus gezeigt. Oder? Weil Gott kann nicht einfach sagen, legal, ja, ich schaue jetzt nicht auf deine Sünde, das weg, sondern jeder Richter muss gerecht richten. Oder? Du musst dir jetzt mal vorstellen, ein Freund von dir ist Richter. Oder? Du stellst ihn an für einen Gerichtsfall von dir. Denkst, du kommst mit milderen Umständen vor, weil er dein Freund ist, oder? Aber er ist gerecht und schlägt mit dem Hammer und du bist erstaunt über sein Herz und Urteil, oder? Und nachdem zieht der Richter Robe ab, kommt oben runter zu dir und ins Portemonnaie führen und tut alle Schulden zahlen, weil er eben dein Freund ist. Das ist nicht mehr, ja. Genau das hat Gott gemacht für dich, ja. Ist gut? Ja. Kannst du das so nehmen? Ja. Halleluja. Ich gebe dir das mit auf der Website. Kannst du noch schauen? Ist gut? Ja. Ich wünsche dir alles Gute, gell? Und ich gebe dir auch das Kärtchen abgestanden. Kannst du auf der Website noch schauen. Danke für eure Offenheit. Ja. Tschüss zusammen. Tschüss. Ja.